meine lieben Meerwasserfreunde. Heute der Sonntagsvlog 14. Ja, es ist schon wieder Sonntag. Die Woche ist schnell um. Ja, auch die Woche ist bei mir jetzt nicht wirklich mega viel passiert. Ich habe halt wieder viele Videos gedreht, habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen. Habe versucht, noch ein bisschen mehr Content zu bringen, aber es wird natürlich auch immer schwieriger. Und ja, ich habe natürlich auch nicht so wirklich die Zeit. Dann habe ich, da waren so einige Ideen, ich glaube der Axel Küppel, ich weiß jetzt nicht genau, nicht böse nehmen, der Axel auf jeden Fall, Axel Küppers glaube ich, sei gegrüßt, vielen Dank für deinen Tipp, dem bin ich nämlich auch nachgekommen und habe also in der Tat meinen YouTube-Channel mal ein wenig sortiert für euch. Ja, ich habe jetzt so ein paar Sparten mir unten mal reingemacht, ne? Dass ihr halt immer direkt sehen könnt, Produktvorstellungen, ne, Sonntagsvlog, Besuche bei Herstellern, sowas. Ne? Ich habe das jetzt mal ein bisschen sortiert, ein bisschen Ordnung gemacht, sage ich mal. Ja, war eigentlich eine ganz gute Idee, Axel. Also super. Habe ich auch direkt mal umgesetzt. Ja, weiter. Also dann würde ich noch sagen, weil das habe ich nämlich im letzten Sonntagsvlog komplett vergessen gehabt. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen, glaube ich, jetzt erstmal kurz die Ziehung der Gewinner für die drei Bücher, die wir bei Preisaquaristik auf dem Sommerfest ja verspielt haben. Also wir werden jetzt, denke ich mal, erstmal die drei Gewinner ziehen. So, dafür gehen wir jetzt mal eben kurz an den Rechner und ziehen die Gewinner. Ja, so, hier sind wir wieder auf unserer... ja, Gewinnerziehungsseite will ich sie jetzt mal nennen. Ja, also 52 Kommentare sind vorhanden auf der Seite. Wir machen jetzt mal Pick a Winner. Ja, der erste Winner ist Ronny Bremig, mein Pflichtprogramm am Sonntag. Mensch, ich fand es schade, dass ich keine Zeit gestern hatte. Ja, Ronny Bremig, herzlichen Glückwunsch, du hast eines der drei Bücher gewonnen. Ja, das ist auch noch lustig, in Ronny Bremig stehe ich auch selber immer noch stark im Kontakt. Ganz netter Typ. Ja, also Ronny Bremig, du bist der Erste, der eines der Bücher gewonnen hat. So, da werden wir jetzt den zweiten ziehen. Der zweite ist Michael H. Tja, da würde ich jetzt sagen, auch herzlichen Glückwunsch, Michael H. Was schreibt er? Ein neues Salzbuch wäre sehr schön, da mein letztes noch aus der D-Mark-Zeit stammt. Oh, naja, okay. Ja, dann werden wir dich mal ein bisschen auf dem Frischen halten. Also du hast das zweite Buch gewonnen, der drei. So, und dann werden wir noch den dritten Gewinner ziehen. Dann werden wir mal schauen, wer das sein wird. Das ist Ramazan Usun. Ich war auch da, super nette Leute. Sehr schöner Laden. Ja, Ramazan, ich weiß gar nicht, wir haben uns, glaube ich, dann da nicht gesehen, obwohl ich war ja von morgens bis, von Anfang bis Ende da. Ja, wahrscheinlich hatte ich da gerade keine Zeit, wie auch immer. Ich muss mich da auch wirklich bei einigen entschuldigen. Es waren viele da, wo man gesagt haben, ja, ich komme gleich mal rüber. Aber es war so rappelvoll gewesen. Ja, vielleicht werden wir uns mal auf irgendeiner Messe oder so oder machen nach so einer Messe halt abends mal zusammen was mit so 20, 30, 40 Mann oder so. Wir schauen mal. Also wir kriegen es irgendwann auf jeden Fall mal hin. Ja, also Ramazan, Usun, dir auch herzlichen Glückwunsch. Du hast das dritte Exemplar gewonnen. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, die drei Gewinner, die melden sich bitte einfach bei mir. Ja, Adresse brauche ich von euch, Anschrift, damit ich das der Sandra weitergeben kann. Aber das kriegt ihr gleich nochmal genannt und die E-Mail-Adresse nochmal gesagt. Ja, das war's zu den Gewinnern. Super geil. Ja, herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Ja, ich schreibe euch hier unten mal eben kurz die E-Mail-Adresse rein. Also der, der gewonnen hat, ihr drei, bitte schickt mir eine E-Mail. Ja, an den Account, den ich euch hier unten gerade eben einblende. Schickt mir da bitte eine E-Mail, dass ihr derjenige seid, weil ich kann das ja auf YouTube nie raussehen. Manche haben einen echten Namen, manche haben einen Fantasienamen. Von daher schreibt mich bitte, wie gesagt, an. Hier nochmals die E-Mail eingeblendet. Bitte an die E-Mail eure Adressdaten. Ja, also Name, Adresse, Anschrift halt eben, ja. Ich werde das dann der Sandra Preis weiterleiten, weil ich habe die Bücher sofort bei der Sandra gelassen, da die Sandra ja eh immer viel verschickt und macht und tut.
Da ich mal war es für mich jetzt wesentlich einfacher, wenn die Sandra das macht. Sandra, falls du zuschaust, wie gesagt, du kriegst die Mail von mir mit den drei Gewinnern und dann kriegen die drei Gewinner ihr Buch von uns, beiden Sandra-Preis und mir handsigniert. Ja, herzlichen Glückwunsch den drei Gewinnern. Ja, was haben wir sonst noch? Ansonsten würde ich noch sagen, haben wir jetzt hier den kleinen Picotank, seht ihr ja da. Ja? Den Picotank geht es jetzt an den Kragen, kann ich euch schon mal verraten. Den werde ich jetzt nämlich neu aufsetzen, weil das ist halt das Schöne an so einem kleinen Becken, das kann man immer mal schnell leer machen und wieder neu gestalten. Ja, das werde ich jetzt in der nächsten Woche angehen. Ich werde euch wahrscheinlich im nächsten Sonntagsvlog schon wieder daran erinnern, euch ein bisschen was zeigen schon mal, was zeigen können, was ich damit schon gemacht habe. Ich werde es meinen treuen Zuschauern natürlich jetzt schon verraten. Ich werde das Becken also wieder eine kleine Doku dazu machen, definitiv. Ich werde das Projekt komplett mit Tropic Marine Klamotten machen. Also Tropic Marine hat ja da dieses Fidschi-Wasser, das ist ja das fertige Meerwasser, synthetisches. Das werde ich dafür einsetzen, für das Projekt. Ja, werde also da sofort hingehen und den also komplett neu damit starten. Ich werde auch wieder so eine Doku draus machen. Ich weiß ja, dass euch die Klamotten am allergeilsten gefallen. Das sehe ich halt an den Aufrufzahlen. Ja, also ich meine, das Beta-Ding, super Dank dafür. Das ist schon über 20.000 Mal angesehen worden in der kurzen Zeit jetzt. Ja, für mich ist das halt eben viel. Ich habe halt nicht so einen Mega-Channel wie manch andere, aber für mich sind 20.000 Aufrufe dann schon echt eine ganze Menge, sag ich mal. Von daher werde ich da natürlich auch wieder so eine kleine nette Doku-Reihe draus machen. Ich denke, dass es mal ganz interessant ist, weil gerade so kleine Becken, jetzt mal ganz ehrlich, so ein Becken kann sich ja jeder mal eben zu Hause hinstellen, sag ich mal. Und ich will einfach damit nur zeigen, so wie ich das schon die ganze Zeit schon immer mache hier bei mir auf meinem Kanal, wie einfach man das eigentlich einrichten kann. Ja, so, das ist heute, wie gesagt, keine großartige Kunst mehr. Das kann man heute problemlos. Ne? Ich werde es euch ja zeigen, wie wir das einrichten, wie easy peasy das sein wird. Und werde darüber berichten. Ne? Ihr werdet es ja auf jeden Fall erfahren. Und ja, ich sag jetzt einfach mal, ich denke mal, das wird wieder eine ganz spannende, interessante Geschichte sein. Ihr werdet jetzt ab Montag, ja, ich glaube Montag werde ich es freischalten, Montag, Dienstag rum, werde ich das eine Video schon mal freischalten zum Thema GHL. Da war ich ja auch schon fleißig und ich werde euch jetzt im ersten Video erstmal erklären, so den Unterschied zwischen den Profi-Looks, ja. Weil da haben mich auch super viele gefragt gehabt und haben halt eben gesagt, so, ja, Profilux, ja, warum heißen die alle Profilux? Sind das, ist das alles dasselbe? Ist das nur ein anderes Bauformat oder so, ja, eine andere Bauform, um es so zu sagen? Nein, es ist keine andere Bauform. Es gibt halt eben verschiedene Geräte und jeder Profilux kann halt eben nicht alles, ja. Also, der ganz große, der Profilux 4, ja, der kann im Prinzip alles, der hat alle Anschlussmöglichkeiten. Der 4E zum Beispiel ist dann wieder oben abgespackt. Dem fehlt dann halt, ich glaube der Sondenanschluss für die Dichte fehlt dem. Ja, und so geht es dann halt immer weiter runter. Es fehlen im Prinzip einfach nur Anschlussmöglichkeiten. Da werde ich euch aber, wie gesagt, das Video, das kriegt ihr jetzt Montag, Dienstag rum. Ich muss mal gucken, weil ich habe noch ziemlich viel auf Halde liegen. Werde ich euch das zeigen, um einfach mal den Leuten zu erklären, wo sind die Unterschiede. Ja, reicht für mich vielleicht der Profilux Mini Wi-Fi, der neue? Reicht der vielleicht für mich, für mein Vorhaben? Weil es kommt ja immer darauf an, was ihr machen wollt mit dem Ding. Ja, es ist ja immer die Frage, was wollt ihr für Parameter angezeigt haben? Was wollt ihr steuern? Was wollt ihr regeln? Ja, und dabei ist mir noch was Gutes eingefallen. Das werde ich auch noch mal, ja, die werde ich euch auch noch mal vorstellen, weil die Firma GL, ihr habt ja gesehen, die haben mir ja ein riesen Paket hier geschickt mit den ganzen Klamotten und da waren unter anderem auch die GL, die Lightbar Slim waren dabei gewesen. Das sind im Prinzip so kleine LED-Beleuchtungen, so, ja, so Streifen will ich jetzt mal sagen.
Die sind aber auch natürlich regelbar. Die sind zum Beispiel auch schon mit dem ganz kleinen Profilux Mini Wi-Fi regelbar. Und die sind vielleicht auch ganz interessant, die Lampen. Also ich habe mir die mal angeguckt, die sind echt wirklich gar nicht mal so schlecht. Und es kommt halt immer darauf an, was ihr jetzt machen wollt. Ja, was euer Becken für Korallen hat, ob es Weichkorallen und LPS sind. Ich sag jetzt mal, die kommen locker mit dem Licht aus. Ja, weil wir sind da im Licht von den LED-Farben her natürlich etwas beschränkt. Das sind jetzt nicht die High-End-GRL-Beleuchtungen. Ja, finde ich das halt eben ganz interessant. Und deswegen, glaube ich, werde ich euch die auch mal separat nochmal vorstellen. Weil die sind gar nicht zu verachten. Die sind echt ganz gut, die Lampen, muss ich sagen. Und für so kleine Becken wie das jetzt auch zum Beispiel, kann man die optimal super benutzen. Ne? Das ist überhaupt gar kein Ding. Und wie gesagt, die sind halt auch sehr kostengünstig. In der kleinsten Variante, weiß ich jetzt aus dem Kopf so gar nicht, ob die 40 cm oder 60, 50, ich weiß es nicht genau. Ihr werdet es ja sehen, ich werde sie euch auf jeden Fall mal vorstellen, weil ich finde, die sind, glaube ich, echt ganz gut, die Dinger. Und die fangen bei 49 Euro an. Ja, also das ist voll und ganz okay. Ne? Gut, klar, jetzt muss man natürlich dabei sagen, die sind natürlich dann auch regelbar. Da ist natürlich wieder ein Modul erforderlich und halt eben ein Profilux Mini Wi-Fi zum Beispiel, um die halt regeln zu können. Aber deswegen machen wir ja extra diese GRL-Story, um euch einfach mal zu zeigen, was ihr mit dem GRL alles machen könnt. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir haben wieder mal so unser Maximum an Videozeit, was wir eigentlich für den Vlog machen wollen, erreicht. Von meiner Warte ist für die Woche, glaube ich, alles gesagt. Wie gesagt, ihr könnt gespannt sein, wird bestimmt ein geiles Projekt. Ne? Also ich meine, ihr wisst ja auch, ich stehe ja total darauf, immer wieder Becken einzurichten. Am liebsten würde ich ja jeden Tag ein neues Becken irgendwo einrichten. Das wäre ja mal der Superknaller. Aber ist halt eben leider nicht immer wirklich möglich und nicht immer machbar. Von daher habe ich, glaube ich, für den Sonntag alles gesagt. Das Frühstücksfernsehen ist abgearbeitet. Ihr seid die Geilsten, wie gesagt, gebt mir einen Daumen rauf, haut in die Kommentare, was ihr wissen wollt, fragt mich, Vorschläge etc., alles in die Kommentare. Ich bin raus, bis nächste Woche oder bis zum nächsten Video, wo wir uns dann halt drin sehen werden. Euer Marc. Ciao, ciao. Happy Reefing.